Good boy. You do know. And final question. What name should I put it under? And make it an easy one. Hello. Bundaberg verlassen und wir sind jetzt an der Fähre rüber nach Fraser Island. Wir werden jetzt die nächsten 2 Tage auf Fraser Island sein, eine Nacht und wieder kein Empfang. Also wie immer, das Wetter ist super angesagt, wir haben wohl super geiles Wetter. Und das wird jetzt ein Vorwiel-Strand-Fahrspaß vom Allerfeinsten. Hammer krass, dieser geplante Waldbrand, wie das qualmt. Sieht krass aus. Are you listening? Damn. Jetzt rückwärts auf die Fähre. Fast da. Hello to Fraser Island. Und der Weg geht direkt über eine Holzbrücke. Hier gibt es nur ein kurzes Stück Asphalt und dann ist die komplette Straße, die ganze Insel ist ohne Straßen. Hier gibt es auch keine Gravel Road, hier gibt es einfach nur Sand. Yeah. Luft aus den Reifen gelassen. Die haben jetzt 18 PSI. Sieht man ja auch schon. Sieht aus wie ein Platten. Braucht man aber, um am Strand zu fahren. Offroad. Aber Hallöchen. Also es sieht ja leider nicht so steil aus auf der Kamera, aber es ist ultra steil, ultra hügelig und halt ultra sandig. Hammer! So macht Autofahren Spaß. Da sind wir am Strand. Hello, Beachy Weechy. Mega nice. Das war geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Murmelstrand und hier wohnt ein Krebs wahrscheinlich drin. Keiner zu Hause. Das ist Fahren wie auf einer Autobahn. Was für ein Szenario. Strand mit Schiffswrack. Ein altes Schiffswrack-Selfie. Wir haben noch die GoPro auf dem anderen Auto und das macht richtig Bock. Und hier, dieses Wrack ist schon cool. Und gerade ist auch richtig nices Licht. Hier wird ein bisschen Wald abgefackelt im Winter. Sieht voll krass aus. Die Sonne sieht voll krass aus durch den Nebel. Hammer. Jetzt kommt da noch ein Flugzeug durchgeflogen. Yo. Hört ihr, wie das knistert? Ich habe mich richtig festgefahren. Das Auto ist komplett eingesunken. Hallo! Hallo! Thank you! Ich bin ein richtiger Offroader. Zweiter Anlauf. Jetzt sind wir schon mal secure und jetzt darf ich mich nicht verschalten einfach. Und da geht das ganz gut. Here we go! Ja, so offroadet man richtig. Aber man muss ja auch ein bisschen was für seine Zuschauer tun, ne? Wenn man jetzt einfach hier hochgefahren wäre, es wäre ja auch fast langweilig gewesen. Mittlerweile ist es schon dunkel und wir machen Stockbrot über dem Lagerfeuer. Und wie sieht dein Stockbrot aus? Noch nicht. Im Dunkeln sah es schon fertig aus.
guck mal die falsche Seite das? An und freue mich Aha. voll. Ah, oh, fantastisch. Lass mal probieren. Meinst du noch nicht fertig? Ja. Pass aber auf, ist sehr heiß. Oh ja. Das macht mich sehr gut. Ja. Und es ist auch gar. Ja, ja. Ja. Guten Morgen. Unsere erste Nacht auf Fraser Island. Super gut geschlafen. Wir sind ganz im Norden der Insel auf einem Campspot und das ist richtig schön hier mit Duschen und allem. Brauchen wir aber nicht. Wir gehen jetzt in die Champagne Pools. Die sind nämlich hier direkt um die Ecke und hoffen, dass die nicht so kalt sind und dass da überhaupt Wasser drin ist. Wir wissen nämlich nicht, ob gerade Flut oder Ebbe ist, weil wir das Meer ist hier hinter dem Wald. Man kann es hören, aber gerade nicht sehen. Aber ich denke mal, es ist heute richtig schön warm, weil es ist auch schon richtig blauer Himmel und die Sonne ist raus. Also sieht richtig gut aus. Mückenschutz, unser Mückenmix. Also ich bin stark begeistert. Ich habe keine einzige Mücke mehr. Wir waren ja jetzt auch 3 Tage auf dem Boot. Da sind ja eh keine Mücken. Und deswegen sind meine Mückenstiche fast alle weg. Nein, sie sind alle weg. Guckt euch mein Bein ein. Da ist nicht ein Mückenstich mehr. Richtig, richtig gut. Und ja, wir hatten das hier auch auf dem Schiff dabei. Setzt hier mal so ein bisschen ab, das Zeug. Das muss man immer gut schütteln. Und noch in die Getränkeflasche umgefüllt, weil das andere Ding nicht dicht war. Also ich bin stark begeistert. Ich habe nicht einen neuen Mückenstich. Die alten sind weg und es fühlt sich richtig gut an. Die Haut ist richtig schön vom Babyöl. Also ich finde, das wirkt. Hier, Champagne Pools. Ha, echt? Doch, alles richtig gemacht. Champagne. Da geht's rein. Da sind die Champagne Pools. Und hier ist Meer. Sieht richtig nice aus. Here we go. Das ist der Champagner Pool. Ist gut hier drin. Ist auch nicht kühl. Also so ein bisschen. Die ganzen Feiglinge, die bleiben alle am Strand. Ah ne, der Jendrik, der kommt. So GoPro, du musst jetzt mal ins Gehäuse, weil sonst wirst du nass. Das Problem ist, da ist so eine Kante. Ich muss jetzt genug weit springen. Aber das tut halt so mega weh hier an den Füßen. Egal! Die Stelle, wo ich gestern stecken geblieben bin und heute mache ich es besser. Hoffentlich. Da ist er wieder. Hier ist es dann auch schon ein bisschen höher. Wir sind jetzt auf dem Indian Head und das geht ganz schön hier runter. Da vorne haben wir schon Wale gesehen. Und das ist die Spitze hier. Und die Wale tummeln sich da vorne. Da ist er. Das ist ein Manta Ray. Jo, aber er hier vorne. Jo. Jetzt, ja, genau so. Also wir haben hier gerade auf dem Indian Head auf Fraser Island einen Hai, Wale, ganz viele, Rochen. Und wahrscheinlich ein Babywal, große Fische gesehen, sehr geil. Also wirklich hammermäßig hier oben. Hier an dem Strand werden wir jetzt zurückheizen ans Südende der Insel und die Fähre nehmen. Neun.
musste ich gerade erstmal den Akku von meiner Ersatzkamera aufladen, weil ich bin gegen die G7 gefahren. Guckt euch mal die Beule an. Guckt mal, wie schief das hier ist. Ich habe die Kamera voll umgenietet an der Strandecke. Guckt mal, wie das aussieht. Das Objektiv ist komplett Fritte. Auf dem Männerklo wurde eine dicke, fette Spinne gesichtet. Ich würde eher sagen, das ist so eine giftige Waldspinne. Wir wissen es nicht. Wir hatten heute einen richtigen Tiertag. Heute ist richtiger Tieralarm wieder. Das war Fraser Island. Jetzt fahren wir mit der Fähre am anderen Ende der Insel wieder runter.